Einen wunderschönen guten Tag hier aus Frankfurt. Ein Trubel ist in dieser Stadt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier fahren laute Autos herum und die Hochhäuser, sie stehen noch. Mein heutiger Gast kann in die Zukunft schauen, ist hellsichtig, schätze ich, vom Zukunftsinstitut. Der Chef, Herr Steinle, ich grüße Sie, Andrea Steinle. Grüße Sie auch. Ich muss Sie enttäuschen, ich kann nicht in die Zukunft schauen, ich kann auch nicht hell sehen. Wie ist so ein Institut? Das ist so ein Mythos, haben Sie da so eine, aber so eine Glaskugel? Wir können es nicht. Nein, wir haben natürlich keine Glaskugel, das wäre auch grauenvoll. Ich möchte nicht in die Zukunft schauen wollen, Sie möchten es auch nicht. Stellen Sie vor, Sie könnten es. Unsere Zukunft, die wäre dann ja nicht mehr veränderbar. Das heißt, wir wären Marionetten. Wir hätten keinen freien Willen. Aber das zeichnet uns natürlich als Menschen aus. Und unser größter Faktor für Zukunft ist unser eigenes Verhalten. Also je nachdem, wie wir uns verhalten, je nachdem, welche Pläne wir machen, können wir Zukunft verändern. Von daher geht es bei uns niemals darum, Zukunft vorherzusagen, sondern es geht in unserer Arbeit, Zukunft zu verändern. Dadurch, dass wir Pläne in die Zukunft machen und versuchen, diese Pläne nach unseren Vorstellungen zu verwirklichen. Was machen Sie in diesem Zukunftsinstitut? Wir beobachten sehr genau gesellschaftliche Veränderungen. Das heißt, wir arbeiten sehr journalistisch, haben auch eine Fachredaktion, die tagtäglich Informationen über den Wandel wahrnimmt, Statistiken auswertet und dann versucht, aus diesen vielen Informationen Muster herauszulesen, die etwas über gesellschaftliche Trends, über Veränderungen aussagen. Und dann bilden wir Hypothesen und versuchen, diese Hypothesen anhand von weiteren Informationen zu bewahrheiten oder eben nicht zu bewahrheiten. Viele meiner Zuschauer haben gesagt, du musst unbedingt dich mit diesem Steinle unterhalten. Den kennen wir von dem anderen Kongress. Ich habe gesehen in Ihren Referenzen, Sie beraten unheimlich viele Unternehmen, mit denen wir täglich zu tun haben. Wieso holen die Sie? Die holen uns vor allen Dingen deswegen, weil sie wissen wollen, was links und rechts von ihnen passiert. Es ist sehr schwer, wenn man heutzutage in einem spezialisierten Markt tätig ist, all das zu erfassen, was eben noch um einen herum passiert. Und genau diese Satellitenperspektive, die bieten wir an. Und vor allen Dingen aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus auf die Welt zu schauen. Technologie ist nicht alles. Das ist vor allen Dingen unsere Kultur und unsere Mentalität, die die Zukunft auszeichnet. Also der Atomausstieg, der wäre hier niemals beschlossen worden, wenn wir nicht eine sehr spezifische kulturelle Haltung zu diesem Thema hätten. Deutschland ist das einzige Land, das diesen radikalen Schritt gemacht hat. Und es wäre nicht möglich gewesen, wenn hier in diesem Land nicht so eine starke Abneigung gegen Kernenergie verankert gewesen wäre. Von daher müssen wir Kultur vor allen Dingen verstehen. Ist es nur deswegen passiert oder lag es auch ein bisschen an Fukushima? Natürlich lag es auch an Fukushima. Also einige Monate vor Fukushima sind 100.000 Bürger unseren Reichstag haben die sich versammelt und da hat man noch gesagt, nee, wir verlängern doch. Vor allem die Mövenpick-Fraktion und so und dann war Fukushima. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Zukunft und das, was Zukunft ausmacht, aus dem Zusammenspiel von vielen Kräften passiert. Und nur die Abneigung der Bevölkerung gegen Kernenergie reicht eben nicht aus, um Energiepolitik massiv zu verändern. Aber die Abneigung der Bevölkerung gegen Kernenergie in Verbindung mit so einem Unglück, das führt dann zu einer Veränderungskraft, die tatsächlich zum Umbau führt. Und deswegen ist es eben so wichtig für Unternehmen zu schauen, wie spielen die verschiedenen Kräfte, die es da draußen gibt, zusammen. Das heißt, Sie gucken nicht in die Zukunft, Sie gucken in Muster. Genau, und wir gucken vor allen Dingen auf die Pflänzchen der Zukunft, die heute schon in der Gegenwart verankert sind, die also wachsen, die aber unter der Sicht, unter der Oberfläche der Sichtbarkeit wachsen, ähnlich wie auch ein Pilz sich durch den Beton durchbrechen kann. Wir sehen ihn nicht, aber der wächst natürlich schon. Das ist unsere Arbeit, diese Pilze, die sehr schnell durch den Beton durchbrechen können, die wahrzunehmen und darauf aufmerksam zu machen. Zukunft verändert sich ja nicht von heute auf morgen, sondern sie baut auf Kräften auf, die ja schon auch seit Jahren, die in der Vergangenheit zurückliegen mögen, schon wirken, heute spürbar sind und morgen dann ihre gestalterische Kraft ausüben. Das sind für uns die Megatrends, also große, langfristige, globale Veränderungen. Megatrends wie Digitalisierung unserer Welt, Alterung, Globalisierung. Man hört von Ihnen manchmal, man sieht auch auf Ihrer Internetseite, Krise als Chance.
Das heißt, wir haben im Moment sehr viele Chancen, oder? Ja, wir haben die große Chance, als Europa auf eine Art und Weise zusammenzuwachsen, wie wir es vorher noch nie hatten. Auch über die Krise eine gemeinsame Verantwortlichkeit zu entwickeln. Und das ist schon erstaunlich. Also so problematisch es ist mit der Finanzkrise, so problematisch es ist, wie viele Schulden wir aufbauen, ist doch das Erstaunlichste, dass wir nach wie vor diesen großen Willen haben, es nicht zusammenkrachen zu lassen. Und das nicht nur aus monetären Motivationen, dass unser Geld an Wert verliert, sondern auch aus einer gewissen Verantwortlichkeit heraus, dass wir sagen, wir sind ein Europa und wir wollen aus einem Europa zusammenzubleiben. Das ist die ganz, ganz große Chance. Die Schnittstelle, wo sich wohl alle einig sind, es muss irgendwie funktionieren, es muss irgendwie gelöst werden. Die Wege dahin, sieht man ja, die werden von Experten ganz unterschiedlich eingeschätzt. Und auch das Gericht, das jetzt ja das oberste Gericht unseres Landes, das ja gesagt hat, wir machen diesen Weg frei für diesen Rettungsschirm, diesen umfassenden, hat ja auch gesagt, wir können es ökonomisch nicht beurteilen, weil Experten anderer Meinung sind, Experten, die allesamt große Weihen haben, aber wir bewerten dieses Bemühen als richtig und deswegen geben wir jetzt auch diesem Ansatz den Weg frei. Sie sagen Experten, also wir kennen da Namen und wir kennen auch Namen von Politikern, von Bankern. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Namen sehr viel bedeuten. Also man stellt immer die Frage, wenn ein Problem passiert, wenn hier dieser Tisch umfällt, stellen wir immer die Wehrfrage. Woran lag es an dem Banker, an Ackermann, an Merkel? Wieso stellen wir als Gesellschaft weniger die Frage, warum ist das eigentlich passiert? Wieso sind wir so personenfixiert? Die Wehrfrage ist einfach sehr viel einfacher. Die Welt da draußen ist komplex. Um sie zu verstehen, muss man in die Tiefe kramen, muss sich mit sehr vielen Informationen auseinandersetzen. Und das ist anstrengend und mühsam und wird nicht immer zu einer befriedigenden Antwort führen. Also machen wir es uns einfach und fragen, wer ist dran schuld? Und das erleichtert uns das Leben. Wenn wir den Schuldigen gefunden haben, dann können wir ihn bestrafen, dann können wir all unseren Hass auf ihn projizieren. Es löst nur überhaupt nicht das Problem. Von daher ist es sehr gefährlich, sich mit Wer-Fragen statt mit Warum-Fragen zu beschäftigen. Glauben Sie, es macht einen Unterschied, ob es Steinbrück oder Steinmeier ist? Es macht sicherlich einen Unterschied, weil es auch andere Charaktere sind. Aber welchen Unterschied es macht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Hallo. Dafür ist aber Politik... Aber es muss einen Unterschied machen, sonst würden ja nicht alle Zeitungen und alle Fernsehsender sagen, Steinbrück ist es jetzt. Auch das ist ja eine Informationsauswertung, die einem einfachen Muster folgt, nämlich der war Finanzminister, der kennt sich mit Finanzen aus, der löst die Euro-Krise. Das ist sehr einfach gedacht, aber genauso funktioniert natürlich Politik in der Wahrnehmung und das wissen auch die Wahlkampfstrategen und deswegen wird Steinbrück vorgeschickt. Ob er deswegen tatsächlich mehr weiß. Dafür müssen wir uns jetzt sehr intensiv mit diesen beiden Charakteren auseinandersetzen und gucken. Ich habe gar nicht dieses Problem. Also muss mal bescheiden sagen, ich kriege die vielleicht auch und kann mich mit denen hinsetzen. Und dann wenn machen ich, Sie sich bitte schlau. Aber auch wenn ich die frage, warum ist Peer Steinbrück, wird der mir immer nur antworten, wer ist Peer Steinbrück? Also ist die Politikerkaste nicht schon so angepasst in dieser Medienöffentlichkeit, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, dieses Warum-Denken zu haben? Ich würde es nicht so negativ sehen. Also die Tatsache, dass Angela Merkel Kanzlerin ist, zeigt doch, dass wir in einem sehr viel stärkeren Maße Sachpolitik verfolgen als in anderen Ländern. Angela Merkel ist weder eine begnadete Rhetorikerin, sie sieht noch besonders gut aus, ist charismatisch oder sprüht vor Humor. Wobei sie einen sehr feinsinnigen, hintergründigen Humor und Witz hat. Aber sie ist jetzt nicht die schillernde Figur, die sich in die Öffentlichkeit drängt. Und das ist für mich doch ein schönes Beispiel dafür, dass wir in Deutschland doch sehr stark auch an Sachpolitik interessiert sind. Und deswegen auch in unserer Politik doch eine klare Linie haben, als jetzt zum Beispiel in Italien, wo mit Berlusconi wirklich eine sehr zweifelhafte und alles andere als integere Figur an der Spitze lange Zeit dieses Landes stand und womöglich bald auch wieder stehen wird. Ich erlebe Sie sehr positiv. Also Sie versuchen in allem das Gute zu sehen und die Möglichkeiten und die Chancen zu sehen.
Reden Sie sich manchmal vielleicht nicht vieles auch schön? Wir und ich selber begreifen mich als einen kritischen Optimisten. Es überwiegt der Optimismus, einfach weil Pessimismus nicht weiterhilft. Gucken Sie sich die Talkshows an. Da ist immer alles am Ende. Die Rente ist kaputt, der Euro ist am Ende, die Wirtschaft ist am Ende. Wir sind absolute Apokalyptiker. Damit wird man in Talkshows eingeladen. Man hat auch irgendwo immer recht. Weil selbst wenn sie nicht recht haben, dann deswegen, weil sie davor gewarnt haben. Aber es hat halt wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit ist nicht schwarz-weiß. Sie ist weder gut, noch ist sie schlecht. Sie hat viele Graubereiche. Und es gibt aber viel zu viele Menschen, die auf das Schwarze hinweisen. Und da sehe ich mich auch und wir uns auch als Korrektiv und sagen, jetzt vergesst mal ein bisschen die Apokalypse und schaut, wo es funktioniert und was man von diesem Funktionieren lernen kann für die Zukunftsgestaltung. Dann lassen Sie uns doch mal kurz auf diese Zukunft eingehen. Wir haben so Probleme mit Bildung, Energie, Wirtschaft. Wie sieht die Zukunft aus? Wie werden wir uns organisieren, Ihrer Meinung nach? Ich muss Sie da enttäuschen. Wie gesagt, wir können Zukunft nicht vorhersagen. Aber wenn Sie jetzt danach fragen, welche veränderten Kräfte man stärker nutzen kann, dann ist es für mich das Zusammenspiel von Akteuren, die bisher nicht miteinander vernetzt waren. Und darin liegt die große Chance unserer Informationswelt, unserer vernetzten Datenwelt. Menschen auf Ebenen zusammenzubringen, die voneinander getrennt waren. Also, dass sich kluge Schüler gegenseitig schlau machen können und unterrichten können. Dass sich Schulen in ihrem Wisseneinander austauschen und vernetzen. Auch das passiert zum Teil schon. Es gibt ein hervorragendes Projekt wie die Khan Academy. Es ist von einem jungen amerikanischen Berufseinsteiger ins Leben gerufen worden. Der hat seiner Cousine immer übers Telefon Nachhilfe gegeben. Einmal konnte er sich dann nicht mehr mit ihr telefonisch verabreden, hat ihr ein kleines Lehrvideo gedreht und ihr zugeschickt per Computer. Die Cousine fand das so klasse, dass sie nie mehr mit ihm telefonieren wollte, wollte immer mehr von diesen Lehrvideos haben. Sie hat es rumgeschickt an ihre Freundin und alle haben diese Lehrvideos geschaut. Jetzt ist daraus wirklich eine Bildungsinstitution geworden, die Khan Academy. Über 2 Millionen Nutzer greifen monatlich auf diese Website zu, haben dort tausende von Lehrvideos in der Länge von 5 bis 15 Minuten und machen sich schlau über Politik, über Wirtschaftswissenschaften. Und es ist nicht von einer staatlichen Institution getrieben. Aber mittlerweile beginnen die ersten Schulen, diese Lehrvideos in ihren Unterricht zu integrieren. Und darin liegt für mich die Chance. Also diese Ressourcen, die hier verteilt sind und verstreut liegen in Gesellschaften, die zu nutzen und klug zusammenzuschalten. Zum Schluss nenne ich immer 3 Begriffe, Herr Stein, und bitte um ganz kurze Assoziationen, möglichst sogar ein Wort. Mhm. Schönheit. Kann vieles sein, können Worte sein, kann ein Stück Brot sein, kann sich meistens dort verstecken, wo wir gar nicht so hinschauen. 2. Begriff, Dezentralität. Ist eine große Chance für die Gesellschaft, weil Dezentralität vor allen Dingen das Zugreifen auf verteilte Ressourcen bedeutet. Und im Zusammenschalten dieser verteilten Ressourcen entsteht eine große neue Kraft. Von daher werden wir von Dezentralität profitieren. 3. Begriff, Vergangenheit. Vergangenheit ist ganz wichtig, weil sie Nationen und Gesellschaften ihre Identität gibt. Weil sie auf vieles zurückgreifen kann, was auch für die Zukunft für sie an Bedeutung und an Wert hat. Denken wir an das Prinzip der Genossenschaften, was lange Zeit in Vergessenheit geraten ist, aber jetzt wieder kommt. Auch das hat was mit Dezentralisierung zu tun. Es gründen sich in letzter Zeit wieder viel, viel mehr Genossenschaften, wo viele Menschen ein Risiko teilen, wo viele Menschen ihre Ressourcen zusammentun und aus vielen kleinen Einzelaktionen eine große gemeinsame Macht schaffen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gerne. Gespräch, Herr Stein, und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Würde mich freuen. Dankeschön Ihnen und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Heiner Geißler und bis zum nächsten Mal.